So, dann wollen wir mal hoch. Kehrt zum Boot zurück und spricht mit Yennefer. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Na komm. Schneller, schneller. Brauchst viel zu lange dafür. Mensch, endlich. So. Was geht denn jetzt ab? Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Mal schauen, wo wir jetzt ankommen. Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Sag es, oder ich gehe. Warum willst du die Macht haben? Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Ach, wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum? Ich verstehe. Ich verstehe. Du willst wissen, was passiert, wenn uns keine Magie mehr verbindet. Ich will wissen, ob es zwischen uns noch Magie gibt, wenn der Zauber des Djinns fort ist. Gut, dann mal los. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Machen wir es einfach. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Was haben wir denn hier? Interessant. Jo. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Guck mal, was wir hier haben. Was mag das wohl bedeuten? Was haben wir hier noch? Guck mal hier. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Der Magier muss hier geschlafen haben. Was mag das wohl bedeuten? Das richtige Blutlache hier. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Was haben wir hier? Ein Vibrator? Hier gibt es nichts Interessantes. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Wie können wir das denn? Achso, ich dachte, wir können das vielleicht mit Zauberkraft so wegpumpen. Yen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos,
Er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Ich muss ihn durchsuchen. Hat der Djinn ihn getötet? Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Ich muss ihn durchsuchen. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck. Ich hab eine Idee. Lecker. Die Kälte hat die Leiche konserviert. Ist wohl an einem Schädeltrauma gestorben. Das Bücherregal ist ihm auf den Kopf gefallen. Muss eine ziemlich harte Landung auf dem Berg gewesen sein. Man sieht's. Die Kiste haben wir gar nicht aufgemacht. So, aber jetzt. Oh. Hier hoch. So. Ist hier drin richtig? Was haben wir hier? Das nehmen wir natürlich auch noch alles mit. Das auch. Was haben wir hier? Hier gibt es nichts Interessantes. Okay, Schere. Hier ist nichts. Jupp. Haben wir das doch auch. Nein, 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 nein. Boah. Der war knapp. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fries Case im Jahr! Case that is clear! Querit mi Kassel! Woher ist der Djinn? Wie er aussieht. Hui. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn stechen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Komm schon, komm näher. Was soll ich? Ich soll ihn blenden? Ich komme noch nicht mal an die ran. So, da hatten wir ihn jetzt. Wo bist du? Komm her. Ja, wir können ja einfach drauf. Wie er schwächer wird. So. Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. So ist das auch erledigt. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns.
Geht's schon besser? Wir haben den Djinn besiegt. Geht's schon besser? Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Ich konnte nicht anders. Wenn ich gewusst hätte, worum es ging, hätte ich abgelehnt. Ich konnte nicht anders. Ja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Du hast Flugzeuge in deinem Bauch. Du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Ich liebe dich auch immer noch. Tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich liebe dich auch noch, Emma. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Jin. Und ich liebe dich. Oh. Wie süß. Mach den ganzen Fights jetzt erstmal schön. Oh, hot. Was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber... Das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Lass uns nicht bei einem Kuss belassen. Und jetzt, lass es nicht bei einem Vielleicht Kuss belassen. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Ach, ist das schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Das war romantisch. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Na dann. Weg da. Hätte ich mal lieber gesagt. Und jetzt? Vielleicht käme das besser an. Aber, naja. So ist das. Die Geister von Skellige kommen uns ja gelegen. War eine schöne Mission, muss ich sagen. War ganz super. Wenn er endlich mal klarkommen würde jetzt. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja. Ich muss nach Ysima. Lass uns reden, bevor du gehst. Wenn du gehen musst, dann geh. Lass uns reden, bevor du gehst. Jen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Morhen hin weiterreiten. Ich werde dazu stoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Jen. Pass auf dich auf. Können wir hier noch so ein bisschen was stiebitzen? Na. Hat sie nicht das Buch, das wir eventuell brauchen? Mhm.